Es ist ein wertvoller Rohstoff, der eigentlich nicht in Plastiktüten enden sollte. Und wenn man es in Form von Plastiktüten umsetzt, findet sich es oft wieder. Beispielsweise in der Landschaft liegen die Plastiktüten rum. Im schlimmsten Fall enden sie im Wasser und kommen dann irgendwann ins Meer. Wenn wir so weitermachen, was Plastiktüteneinsatz angeht, haben wir in 35 Jahren mehr Plastiktüten im Meer wie Fische. Aber auch heute spüren wir die Folgen bereits. Nämlich über die Nahrungskette, wenn wir Fisch zu uns nehmen, dass dort in Mikrodosen Plastiktüten sich finden können, die wir dann nachher am Ende der Nahrungskette bei uns wiederfinden. Also völliger Irrsinn, dass wir Plastiktüten verwenden. Das ist kein zivilisatorischer Fortschritt, sondern Rückschritt. Wir können das besser, wenn wir wollen. Sie werden lachen. Ich habe noch meine Jute-Tasche, wo Jute statt Plastik draufsteht, aus den 80er Jahren. Die besitze ich immer noch, bin Schwabe logischerweise. Ich gebe aber zu, die ist mehrfach geflickt worden. Also da gibt es jetzt eine Innentasche, die meine Mutter reingenäht hat. An den Seiten musste sie befestigt werden. Ich finde, das hat auch was mit schönen Erinnerungen zu tun. Wie damals mal verlacht wurde, wenn man mit einer Jute-Tasche rumlief. Damals haben Leute die Nase gerümpft und heute dringt es eben immer mehr in die Mitte der Gesellschaft vor. Und es war eben eine gute Idee. Und das Schöne dabei ist ja, dass man nicht nur Umweltschutz unterstützt, sondern man unterstützt ja sogar, dass es in der Welt gerechter zugeht. Und wenn man die zwei Sachen verbinden kann, ist doch eine großartige Geschichte und gibt einem selber auch ein gutes Gefühl dabei.